So, Damen und Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Let's Play in Forza. Zwar zur Folge 139, ja, 140 ist dann logischerweise die nächste. Heute fahren wir im Nachfolger des Lotus 211, dem Lotus 311, kreativer Name. Also Lotus Top, ne? Also Namensgebung ist echt kreativ. Nein, aber es ist halt der 311 aus dem letzten DLC, aus dem Mountain Dew Carback. Das war das vom Juni. So gewesen sein, hoffe ich doch. Dieser Wagen ist halt für die Rennstrecke gemacht. Also zumindest rennstreckenartig. Jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So hat er ja auch den Motor bekommen aus dem Exige und dem Evora. Zwar einen 3,5 Liter großen V6 Kompressor aufgeladen. Mit hier 400 PS ungefähr. Ich glaube sogar 410 fast. Also das ist schon, und das auf unter einer Tonne Gewicht. Man ist halt Leichtbau, ne? Luxus nicht wirklich. Ja. Kannst du mal kurz ein bisschen zeigen, wie der Wagen aussieht? Das gute Stück. Ja, so Dach fehlt auch nur so ein überer Bügel. Ist, glaube ich, auch sogar ein Zweisitzer. Man kann diese Luke da, glaube ich, auch noch so ein bisschen abmachen und öffnen. Auch Mini-Windschutzscheibe. Ist halt alles auf auch Gewichtsreduktion und auch auf Handling gelegt. Auch hier hinten eine schöne Theke. Und ich muss sagen, der Two-Level, der fuhr sich geil, sah aber scheiße aus. Ja, der hier sieht gut aus und fährt er sich deswegen scheiße. Wir hoffen mal nicht, wir probieren es gleich mal aus. Natürlich nach dem Tuning erst. Ist ja schon in der Serie jetzt ziemlich gut hier mit 871. Ist ordentlich. Da werden wir am Motor nichts machen außer der Schwungscheibe. Der hat genug Leistung, glaub mir. 410 PS, das ist ausreichend. Man braucht gar nicht mal so viel Leistung. Leistung ist auch nicht alles. Oder gehen besser Bremsen, erstaunlicherweise. Mache ich die rein. Und er hat schon Rennfedern. Finde ich auch gut, aber er geht hoffentlich noch ein bisschen tiefer. Leichter geht er auch nicht. Also zumindest nicht per Gewichtsreduktion. Da ist schon alles quasi. Wenn ihr mich auch irgendwie ein bisschen gewundert. Natürlich ein Getriebe brauchen wir, ne? Er hat zwar schon 6 Gänge, aber. Besseres Getriebe kann wohl nie schaden. Dann schon bei der Reifenmischung. Ah, das ist natürlich super, ne? Direkt mal 100. Ich glaube, Rennreifen verträgt der Kollege ziemlich gut. Machen wir Hot Wheels Reifen. Ich weiß, also die Felgen finde ich an sich schon mal super von Lotus. Die sind echt geil. Nur mache ich normale Rennreifen oder Hot Wheels Rennreifen? Und sich in Kombination mit den Felgen sieht dieser rote Rand gut aus. Aber in Kombination mit der Wagenfarbe, die ich eigentlich nicht ändern möchte, sieht das scheiße aus. Deswegen normale Rennreifen. Reifen gehen theoretisch noch breiter von 2,35er vorne auf 2,55er. Und hinten von 2,65er auf. Okay, 305er. Alles klar. Dann ist auch schon S2, aber ich glaube, so stark will ich gar nicht werden. Und die Felgen, darf ich die größer machen? Ja, wo jetzt 20 Zoller gehen natürlich noch. Perfekt. Ist aber auch schon fertig, direkt hier auf 900 aufgetunt. Quasi perfekt ausgerüstet für die Klasse. Zumindest nach meinem Geschmack. Sind auch ein bisschen leichter geworden. Und ganze 19 Kilo, ich hoffe, ich kann richtig rechnen. Ja, deswegen auch mal der Leistungskurs beim Abi, ne? Achso, mein Abi natürlich. Ja, gestern war der Abi-Ball. Am 7.7. Und wo habe ich noch mal mein Abi quasi auch bestätigt bekommen, meine Endnote nämlich. Ich hab's geschafft. Trommelwirbel bitte. Ich habe ein Abi geschafft von 2,8. Ich weiß, das ist kein Trommelwirbel, da braucht man eigentlich nicht großartig groß klatschen. Das ist halt eigentlich so, ja, schön, ne? Nichts Besonderes. Aber ich bin doch immer stolz auf mich, dass ich immerhin auf 2,8 gebracht habe. Ich weiß halt, es hätte besser sein können, deutlich besser. Hätte auch vielleicht dann 1, irgendwas Abi schaffen können, vielleicht so 1,9, 1,8, wäre vielleicht sogar drin gewesen mit viel Anstrengung. Aber ich war natürlich faul. Das ist die Konsequenz dafür, aber es hat trotzdem gereicht. Und wir. Oh! Wir haben hier noch ein Rot. Rot-Gold. Natürlich machen wir hier so British Racing Green-mäßig mit gelben Streifen, ist halt. Klassisch, ne? Design machen wir auch nicht, Felgen, wir machen da gar nichts dran. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und ihr wollt sich auch nichts dran rütteln, ob du hier bist und nicht. Das Wetter sieht nicht gut aus. Ist auch ein bisschen nass, glaube ich. Es regnet gerade vorher, ne? Aber halt Scheibenwischer. Nee, gibt nicht. Also wird die Friese nass. Wir fahren ja erstmal nach vorne zur Straße. Darf, glaube ich. Wir haben Schaltwippen. Perfekt. Hier lose ich den Handschalter. Das ist lausig, aber bei solchen Wagen sollte man schon so ein Getriebe haben, das schnell schaltet. Das ist halt im besten Fall eine Automatik.
Der Mensch kann auch wirklich schnell schalten, aber ich glaube, Automatik, so schnell kann das ein Mensch echt nicht hinkriegen. Weiß ich jetzt 50 Millisekunden oder so, weil das ist schon. Das ist übel. Gott, im Regen. Ja, da war keine Regen reinfahren, das sag ich euch jetzt schon. Das könnt ihr vergessen. Weil das wird, glaube ich, das ist nicht mehr lustig. Weil die Aerodynamik geht komplett einzustellen, finde ich super. Wir haben 472 Kilo und auf dem Heckflügel 100 Kilo. Ja, auf 100, 3,2 Sekunden gute Topspeed, fast 280. Trotz der Theke übrigens, die auch schon riesig ist, ne? Wir gehen aber auch mal mehr auf Kurven. Wir machen vorne mal richtig hart auf Kurven. Wir machen vorne 80 und hinten 110. Das klingt ganz gut eigentlich. Hier haben wir nichts. Der. Ich weiß, es ist nicht unbedingt immer das Gute, das zu machen, aber ich will einfach die. Ja, wow. Ich meine, es ist auch krass, ne? 1,2 cm tiefer. Das ist natürlich einen riesigen optischen Unterschied. Wenn wir das machen. Nein. Ich will was Normales haben. 280 geht eigentlich voll klar, ne? Und ich kann mich jetzt aber bei dem Topspeed auf jeden Fall nicht beschweren. Wir brauchen aber auch eine gute Übersetzung, damit der Wagen auch genug Grip hat. Dann kann er auch erste Gang, ja, so 80 km ist ja schon mal nicht schlecht. Machen wir so. Ich will die ersten Gänge ein bisschen länger, dafür die anderen halt relativ viel kürzer, weil wir werden die 280 eh nicht erreichen eigentlich. Ja, so vielleicht, auf 2-0. Sollen wir vielleicht auch 120 im zweiten fahren? Ja. Muss ich ja auch nicht wirklich übertrieben genau nehmen, ja? Mache ich manchmal sogar eventuell. So ist das aber halt. Federgang, da kann eigentlich auch wirklich relativ kurz. 5 und 6 eigentlich auch. Also nur relativ. Nicht zu kurz, aber auch halt nicht so übertrieben lang. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Fünfter, so muss ich 2,40 ungefähr. 2,50. Ja, 2,37 geht auch. Der sechste halt. Machen wir den so ungefähr. Das hat auch so ungefähr noch 2,80 schaffen fast. Ja, reicht. Dann fahren wir mal los. Ja, so 6000 Umdrehungen passt, glaube ich. Erster Angriff, Alter. Ach du Scheiße. Der hat Grip. Der ist fucking schnell. Okay. Hallo, lieber Mazda, du bist toll. Im ersten Gang, im Regen, hat der Wagen Grip. Und ich fahre jetzt mal so ganz langsam. So 10, ja, machen wir so 10 km. Aus dem Drehzahlkeller quasi. Ja, komm. Das war wirklich Vollgas im ersten Gang. Von der Drehzahl. Eigentlich so gut wie kein Wheelspin. Das ist krass, ne? Gut, ich meine, Innenraum ist halt nicht viel, ne? Ist halt ein Rennwagen quasi. Auch schön digitaler Tacho. Nicht richtig geil. Die Animation. Geschwindigkeit natürlich hier in Meilen angegeben. Ist halt ein Engländer. Das halt mph und nicht km/h. Oder? Also in Amerika schon, aber auch in England. Ich glaube, die haben auch Meilen. Also jetzt in UK. Ich sag halt nur auch England zu. Natürlich auch die anderen Staaten. Hier Nordirland, Schottland und Wales. Nee, aber. Sound ist geil, ne? Boah. Warte, schon mal jetzt nochmal direkt zurück. Aber wir suchen uns schon mal ein kleines Rennen aus, was wir fahren werden. Natürlich muss ja auch Wagen getestet werden. Und das klingt ja schon mal nicht schlecht. Wir sind da, oh ja. Schöne Rundstrecke ballern. Und dann vielleicht noch eine andere Rundstrecke. Vielleicht. Muss ich mal gucken, welche hier noch nehmen. Jetzt war es im Innenraum, das Ganze. Halt dein Mund, Anna. So. Warte, Batterien sind alle vom Controller. Muss ich mal ganz kurz wechseln. Ja, noch gar nicht lange. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Ist gerade hinter meinem Mikro, wo hier auch die Batterien liegen, die voll geladen sind.
Die aber leider auch nicht immer vollgeladen sind. Manchmal habe ich auch gar keine geladen. Muss dann erst wieder warten oder den Controller halt mit dem Handy-Ladekabel anschließen. Jetzt ist es wieder. Den Grip, Alter. Der Sound, ne? Ich meine, ich liebe ja auch an sich 6-Zylinder, 8-Zylinder, also ich V6, V8, V10, V12, richtig geil. Natürlich rein 6-Zylinder geht auch, im Boxer natürlich auch. 5-Zylinder auch. Aber sowas, das hat auch schon was einfach. Das ist. Ich kann Lotus ziemlich gut, muss ich sagen, 6-Zylinder. Natürlich nicht ganz so gut wie jetzt wie BMW oder Porsche. Wenn ich die geilsten bauen, vor allem Porsche finde ich. Ja, die Boxermotoren von Porsche, die sind schon. Das sind schon Sahneschnittchen. Wie die Sonne gerade und der Regen, ne? Ich meine, besser geht's gar nicht. Also ich will mal kurz in den Fotomodus gehen. Das sieht doch wirklich jetzt gerade ziemlich geil aus. Ja? Ich finde das ja schon mal gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Soll ich dir ein bisschen. Soll ich mal ein bisschen mehr machen? Obwohl, wir waren nicht ganz so viel. Sieht das geil oder sieht das geil aus? Also, ich finde, das sieht geil aus. So, mal schnell speichern. Aber vielleicht noch Thumbnail. Muss ich mal gucken, wie ich das denn genau mache. Machen wir noch eins von der anderen Seite. Genau, hier machen wir einfach alles so, wie es immer macht. Mal Standard lassen und teilen. Das sieht echt gerade aus. Ich muss das mal kurz fotografieren, das tut mir leid. Aber wenn ich schon mal die Gelegenheit dazu habe, dann muss ich die auch mal nutzen. Oh, geil. Nee, ist wirklich schick, auch von hinten vor allen Dingen. Hat nicht so ein bisschen was. Und nicht so ein ganz kleines bisschen was, zumindest ohne Spoiler, vom Chiron. Einfach dieses Runde, das hat. Ich finde, das hat ein bisschen was vom Chiron. Ich werde jetzt denken, dass ich komplett bekloppt bin. Aber das hat wirklich ein bisschen was vom Chiron. Dieses halt dieses Runde, dass es auch so ein bisschen hinten übersteht, sowas. Erinnert mich an den Chiron. Chiron meine ich natürlich. Meine Güte, ey. Ich meine die Bugatti Chiron. Nicht Chiron, dann natürlich nicht. Der ist auch rund, aber naja. Ja, Chiron, ey, Fabian, ey, du bist doch echt ein Dulli. Das weiß ich, Anna. Sonst wäre ich nicht hier. Wir haben hier einen Extreme Tractor natürlich. Wir fahren morgen 3 Runden, also am Morgen. Das ist, sieht aus wie bedeckt und nicht nach Regen, deswegen nehme ich das auch mal. 3 Runden sollten auch passen. Das ist ja nicht so lang, so eine Runde, vor allem nicht mit so einem schnellen Auto. Aber Konkurrenz ist natürlich groß, ne? Da werden auch noch viele leichte Autos mitfahren. Oder schwerere. Jetzt vielleicht auch der Aston Martin hier GT12 Vantage oder so. Vielleicht so BAC fährt mit KTM sowas. Donker Ford, die Konsorten, genau. Ja, der Jaguar F-Type Project 7. Natürlich auch dabei. Lotus ist auch, glaube ich, der 340R. Könnte dabei sein. Achso, Hot Wheels Mustang ist auch. Okay, Track Toy, naja. Bin natürlich auch Supercar. Das ist natürlich, aber ist halt dabei. Naja. Schau mal. Bitte kein Regen. Okay, starten ist geil. Okay, beim Heck, da kommt er ein bisschen, wenn du zu früh auf dem Gas bist. Ui, da kommt er echt mit dem Heck ganz schön. Von Supercars, ne? Hallo. So, eine Hasskurve quasi. Ja, danke nochmal fürs Reinfahren, Donkerford. Das war sehr, sehr, sehr sinnvoll von dir. Ja, fällt sich sonst cool, außer das Heck, das ist ein bisschen leichter hinten. Das fällt sich super. Kurvenspeed akzeptabel. Bei 250, ne? So, komm rum. Und aber fort hier wieder überholen. Ne? Wenn der schnell mit dem Audi-Motor, ne? Ich glaube, ein Audi-Motor hat da noch fort und 15, dann müsste das sein.
glaube schon. Hört sich so an. Rundenzeit die erste, eine 1.3er-Zeit. 1.3497. Dann geht noch was. Also 1.2 ist auf jeden Fall drin. 1.1 wird, glaube ich, kritisch. Und unter 1.0, ja gut. Also dem Tuning gerade wahrscheinlich nicht. Aber den Volltun sicherlich, dann geht auf jeden Fall locker unter einer Minute. Aber jetzt mit meinen Einstellungen wahrscheinlich nicht. Die Sonne noch keinen Platz gut gemacht. Also war zu spät. Bei der Kurve, da kann man nicht viel Zeit sparen, wenn man die gut fährt. So natürlich nicht. Ich will euch kein Beispiel an mir. Ich bin schon zweimal scheiße gefahren. Naja. Jaguar, ne, mit seinem auch Kompressor-Sound. Ist halt nur ein dicker V8. So. Geh weg da, Jaguar, Lagerfahrt auch. Alle weg da. So. Nein, Jaguar, was willst du denn von mir? Du sollst hier nicht überholen. Das Überholen verboten, ja, Überholverbot ist hier. Du kannst keine Schilder lesen. Auch in 6 entscheiden können und nicht so viel driften vielleicht oder ungewollt rutschen. Driften ist ja, wenn man es kann, vor allen Dingen auch. Komische Farbe bei dem. Ist das matt? Sieht ziemlich scheiße aus. Ich finde diese Streifen schon ziemlich sexy. Fabian, wo musst du immer jedes Mal genau gleich nehmen? Mich immer falsch. So ist das perfekt. Natürlich wieder abkürzen muss ich. So. Sorry, aber mein erster Platz. Oh, doch, unter einer Minute. Das geht sogar auf jeden Fall. Ich habe es nicht ganz geschafft, wahrscheinlich. Ja, aber das geht auf jeden Fall unter einer Minute. Okay. Muss ich korrigieren, das geht auf jeden Fall. Wenn man natürlich gewisse Fahrkünste besitzt, die ich aktuell nicht mehr habe. Wahrscheinlich auch hier im Spiel nie wieder lang werde. Also ich quasi in Anführungszeichen so gut fahre, wie ich das jetzt mal gefahren bin. Weil ich das auch wirklich richtig aktiv gespielt habe. Ja, aber ein Rennen geht natürlich noch. Welches nehmen wir denn dafür? Ich wieder Bock auf Rundstrecke. Würde ja nicht das hier passen, ne? Fahr ich da hin? Ja, komm, das ist gar nicht mal so weit. Okay, 3 Kilometer schaffen wir. Das auch mal an der Cockpit. Der Kompressor-Sound ist auch nicht schlecht. Ich kann den überhaupt hören. Wie viel Balladrock haben wir denn? Und 0,83, das ist ja süß. Das ist echt süß. Ja, auch schaltet wunderbar schnell. Ist aber, glaube ich, kein Doppelkupplungsgetriebe. Ist, glaube ich, nur ein normales. Bei Doppelkupplung ist ja eigentlich schwerer, als wenn man nur eine hat. Ich brauche auch eigentlich auch, denke ich mal, mehr Platz. Das ist natürlich bei so einem Wagen nicht gut. Passt nicht ganz so zum Konzept. Rechts abbiegen. In 200 Metern rechts halten. Mach ich, Anna. Nur weil du es bist. Jetzt sind wir auch wieder im Dschungel. Kann lustig werden. Hallo. War schön mit der Jaguar. Der nächste Roboter. Mit einem Dockerfahrt, glaube ich. Verschlucken war gar nicht so. Mal gucken, was wir uns dann Forza hier so empfehlen.
Nebel? Nein. Ich will ja bei Nebel fahren. Wir nehmen aber mal. Ah, oh, Britannia. Britischen Autos. Für den, die da im Bild sind, wird wahrscheinlich keins mitfahren, außer der Lotus vielleicht. Der Exige S. Mit Röhrenschen. Jawohl, der Heiter, das. Ja, der Nebel, ne, das kannst du doch nicht. Das tue ich mir noch nicht an. Es war nicht unwahrscheinlich, ich finde es im Nebelfahren wirklich schwer. Relativ schwer. Genau wie im Regen oder halt bei Dunkelheit. Ich wäre am besten Dunkelheit, Regen. Ne, Nebel gleichzeitig geht auch nicht, aber also Dunkelheit, Nebel und Dunkelheit, Regen ist schon ziemlich scheiße. Das ist nur Horizon. Es wird in Forza 7 richtig lustig. Bei Nacht und Regen. Am besten doch Auto ohne Scheinwerfer nehmen, so Formel 1 oder einfach Supercar. Nehmen wir, glaube ich, gar keine. Hab wird super, ne? Also Nordschleife oder so. Ist auch nicht beleuchtet, die Rennstrecke eigentlich. Das ist ja richtig gut. Und Rolls-Royce? Interessant. Nein. Wird das Rennen starten, deswegen A drücken? Nein. Will ich unschlagbar fahren? Bin doch nur ein Profi, bin ich eigentlich auch nicht, aber. Was hat denn Schönes mit? In der Rolls-Royce Dawn, mit der Super Sports, ein F-Pace, ein 570S, ein Lola, ein Metro, ein Aerial Nomad, ein Esprit V8, ein Vanquish und ein Jaguar X, J220. Das ist eine Auswahl auf jeden Fall. Du bist dabei. Wenn der Rolls-Royce. Aber jetzt mal noch der Rolls-Royce, der Wraith heißt der, glaube ich. Oder Wraith. Der war ein Forza 6, der war ziemlich schnell in seiner Klasse, in der B-Klasse. Und sich war halt der Scheiß, aber so Beschleunigung und Topspeed. Weil da, der hat eigentlich alles so weggefahren in der Klasse, was da war. Egal welchen Wagen du hattest oder ich hatte, bin ich jedes Mal hart abgezogen, der Rolls-Royce. Auch die Endgeschwindigkeit, ne, die war schon. Das war pervers. Lieber weniger quatschen und mehr fahren. Lila Bentley. Jawohl. Nicht Körper. Ja, das Heck ist teilweise echt leicht. Ist doch halt ein leichter Wagen, da ne? Wiegt halt nichts. Hier war natürlich dann 400 PS Heckantrieb. Ich kann einfach zu kontrollieren. Was ist da noch alles vor uns? Was sehe ich denn da? Oh, jetzt weiß glaube ich auch noch, ne? Ist doch dieser Dorn oder nicht? Natürlich ist das der. Fettes Stück. Wenn ich nicht von dem lande, ne? Dann ist aber irgendwas falsch. Wie hier nur Rolls-Royce auf der Rundstrecke abzieht. Mir ist wohl alles klar. Mit dem Allrad. Das ist gut. Mir wiegt auch nicht so Allrad für Leistung. Hab ich gleich wieder. Komm, ich will den Beweis kriegen. Ich muss ihn kriegen. Das andere wäre eine Demütigung für mich. Komm. Beschleunigung. Ja. Letzte Runde. Aber geiles Design, finde ich. Du bleibst mal schön hinter mir, mein Freund. Ich sollte am besten nicht irgendwie noch auf dem Gras so ein bisschen fahren. Ich habe den Wagen nämlich gerade verloren. Ich bin noch nur noch Dritter. Die beiden vor uns, die haben schon ein ordentliches Tempo, muss ich sagen. Das ist nicht scheiße, die Kurve. Die sind vorne wirklich ziemlich schnell unterwegs. Mal gucken, was die fahren. Ich echt gleich gerne mal wissen. Die werden mich wahrscheinlich nicht überholen. I'm too bad for them. Too stupid. Und ich bin ein stupid guy.
Boah, die ist geil. Hier früh bremsen. Dass man auch wieder früher beschleunigen kann. Oh Gott, zwei raus, aber immer noch dritter. Wenn da vorne die sind echt mega schnell. Aber bestimmt so richtige Gammelkarren, wenn nicht gar nicht mal so schnell sind. Okay, McLaren 75, okay, das ist glaube ich vertretbar, aber der Bentley, nicht schlecht. Ich meine, gut, der hat 700 PS, das Ding, aber ich glaube über 2 Tonnen, ne? Not bad, Bentley. McLaren, okay, das ist keine riesige Überraschung, aber Bentley, nicht schlecht, aber vielleicht auch der Rolls-Royce auf dem vierten Platz, ne? Ich meine, der hat eigentlich nur Leistung, der hat einfach nur viel Gewicht, der ist, ich kenne ja das Selling, ist einfach nur, ja, nur ein Luxusauto mit viel Leistung. Eigentlich ist ein Rolls-Royce nicht mehr. Und halt auch mit Prestige, ne? Weil schon, weil es ein Rolls Royce ist. Ist halt die Marke. Ja, ein paar Epichen. Vielleicht für den nächsten nützt mir leider nicht immer noch 600. Schade. Aber vielleicht in der nächsten Folge. Die Nummer 140. Ja, zwar 40 dann nämlich. Deswegen heißt die 140. Richtig gut oder witzig, weiß. Dann danke fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Mit einem Auto mit dem Dach. Ich gebe wieder riesige, riesige Tipps an euch, um zu spoilern. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!